Heute scheint ein herrliches Wetterchen zu sein, das ich mal ausnutze, um in Knobspark zu gehen in Lesum. Irgendwo hier in der Nähe muss auch Nizza sein, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Bin ich jetzt hier in Nizza? Das könnte sein, aber nein, ich glaube es nicht. Aber es ist möglich und ich werde euch noch erzählen, worum es sich dabei handelt. Es geht dabei um eine Liebesgeschichte. Also ein Liebespaar hat sich dort immer heimlich getroffen, in Nizza. Aber wo genau das hier ist, das muss in der Nähe sein. Aber wo genau das ist, das weiß ich auch nicht. Dies Herz im Baum, könnte das ein Hinweis auf Nizza sein? Oder dieses Herz hier? Die gesamte Liebesgeschichte ist ja beschrieben in dem berühmten Buch Sommer in Lesmona. Ich werde es euch verlinken, sofern ich es nicht vergesse. Vielleicht werde ich noch etwas weiter durch Knobspark spazieren. Schauen wir mal, was mich dort erwartet. Es ist schon wirklich interessant, was es hier alles so auf dem Wege gibt. Schaut euch mal den Hintergrund an. Auch solche Skulpturen findet man hier im Park. So wie diese hier. Oder das hier. Ja, hier auf einer Bank zu sitzen, zu entspannen, das Wasser hinter sich rauschen zu lassen, das ist doch auch ein schönes Leben. Im Januar 2019 bin ich auch schon mal diesen Weg gegangen, um dann in diesem Lokal hier zu landen, wo eine Bilderausstellung von der lieben Beate war damals. Und denkt an das Buch Sommer in Lesmona und schaut, was es dort mit Nizza auf sich hat.